Hier möchte ich jetzt auch mal auf die Modellierung von Wechselrichtern eingehen durch Mittelwertmodelle. Das heißt, bisher haben wir nur betrachtet, wie wir die Silizium-Wandlung modellieren. Tatsächlich ist diese Mittelwertmodellierung auch anwendbar natürlich auf andere leistungselektronische Schaltungen. Das heißt, wir betrachten jetzt hier mal Wechselrichter im PWM-Betrieb. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir zum Beispiel Sinus-PWM-Ansteuerung haben unserer Wechselrichterzweige. Und dann ist die wesentliche Erkenntnis, dass sozusagen eine Halbbrücke, die ja die Basis ist für unsere modernen spannungsgespeisten Wechselrichter, beziehungsweise der Halbbrückenzweig, einem Tiefsetzsteller mit Synchrongleichrichter entspricht. Ja, das heißt, ein Tiefsetzsteller-Abwärtswandler mit Synchrongleichrichter hat dieselbe Struktur wie ein Halbbrückenzweig. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass wir bei Wechselrichtern üblicherweise pulsweitenmodulierte Signale haben, wo sich das Tastverhältnis sowieso kontinuierlich ändert. Das heißt, d von t ist hier ohnehin variabel. Das heißt, wir haben eigentlich als Anwendung von der Sicht der Regelungstechnik eine Folgeregelung und keine Festwertregelung. So könnte man das auch betrachten. Das heißt, der Tiefsetzsteller, der eine konstante Ausgangsspannung erzeugt, gegebenenfalls mit Synchrongleichrichter, der hat, wenn er eine konstante Ausgangsspannung erzeugen soll und keine Störungen entstehen, ein festes mittleres Tastverhältnis, wohingegen ein Wechselrichter im Sinus-PWM-Betrieb, wenn wir einen Halbbrückenwechselrichter betrachten, der eine sinusförmige Spannung erzeugen will, zum Beispiel einen Klasse-D-Verstärker, dann hat der ein dauernd sich änderndes Tastverhältnis, ist aber von der Struktur her gleich. Das heißt, wir wollen jetzt die Modelle angeben. Wir können daraus schlussfolgern, wir haben analoge Modelle wie beim Tiefsetzsteller, insbesondere was das PWM-Switch-Modell betrifft. Die Voraussetzung ist allerdings, dass wir tatsächlich kontinuierlichen Stromfluss haben, beziehungsweise einen induktiven kontinuierlichen Stromfluss, was in vielen Fällen gegeben ist, entweder durch einen Ausgangsfilter oder durch die Last. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Das heißt, wir fangen an, als erstes sozusagen. Wie modellieren wir eine Halbbrücke bzw. einen Halbbrückenwechselrichter? Dann schauen wir uns das nochmal an vom Aufbau her. Wir haben dort eine Eingangsspannung UE und dann haben wir hier ja diesen Halbbrückenzweig, zwei in Serie geschaltete Schalter mit antiparallelen Dioden. Jetzt nennen wir die Schalter hier mal SA plus, SA minus und die Dioden DA plus und DA minus. Diese Schalter werden jetzt angesteuert durch einen Treiber. Ich mache das mal so als einen Kasten. Einerseits direkt über eine Schaltfunktion d von t, andererseits über diese invertierte Schaltfunktion. Das heißt, wenn wir hier oben einen negativen Impuls kriegen, kriegen wir hier unten einen positiven und umgekehrt. Das heißt, die beiden Schalter werden natürlich nie gleichzeitig angesteuert sein. Und wir nehmen jetzt an, hier zum Beispiel, wenn wir so wie beim Klasse-D-Verstärker einen Koppelkondensator, einen Ausgangs-LC-Filter und eine Last, dann könnten wir sagen, okay, hier fließt ein Strom IA. Und jetzt können wir das hier genauso ersetzen wie beim Tiefsetzsteller durch ein Mittelwertmodell. Und zwar, wenn wir sagen, okay, tatsächlich, dieser obere Schalter hier, das ist sozusagen der Schalter beim Tiefsetzsteller, der wird ersetzt durch eine gesteuerte Stromquelle mit dem Wert D-Mittel mal IA-Mittel. Wenn wir jetzt hier den Schalter betrachten, weil während der Einschaltzeit, wenn das Signal d von t einen Highpegel hat, fließt hier der Strom IA raus und da haben wir also genau dieselben Verhältnisse wie beim Tiefsetzsteller, also muss der gemittelte Strom d Mittel mal IA Mittel sein. Umgekehrt ist der untere Schalter hier, wenn wir den betrachten, der entspricht der Diode beim Tiefsetzsteller. Ja, und wenn wir das ersetzen, dann hatten wir die Diode dort ersetzt durch eine gesteuerte Spannungsquelle mit dem Wert d Mittel mal UE-Mittel, ja, können wir auch wieder vorstellen, ist der Schalter SA plus eingeschaltet, dann fällt die Eingangsspannung UE über diesem unteren Schalter ab. Das heißt, die mittlere Spannung an diesem Schalter ist dann D-Mittel mal UE-Mittel. Und so können wir jetzt diese Kombination hier, diesen Halbbrückenzweig, genauso wie beim Tiefsetzsteller sozusagen ersetzen durch diese beiden Quellen, die jetzt gesteuert werden über dieses mittlere Tastverhältnis. Das heißt, unsere Schaltung mit Mittelwerten für den Halbbrückenwechselrichter sieht wie folgt aus. Wir haben am Eingang natürlich unsere Eingangsspannungsquelle, jetzt hier explizit eingezeichnet mit UE Mittel. Den oberen Schalter ersetzen wir durch eine Stromquelle und den unteren Schalter durch eine Spannungsquelle und das Lastnetzwerk wird wie gehabt angeschlossen. Nur dass jetzt hier alle Größen in diesem Lastnetzwerk natürlich Mittelwerte sein werden. Das heißt, wir haben einerseits hier diesen Strom, machen wir den hier mal ein.
IA-Mittel, der in diesem Zweig fließt, der steuert jetzt den Wert dieser oberen Quelle, D-Mittel mal IA-Mittel. Wir haben auf der anderen Seite hier die Spannung D mal UE-Mittel und entsprechend werden natürlich hier auch alle anderen Ströme und Spannungen an diesen Kondensatoren, Induktivitäten hier Mittelwerte sein, wohingegen sie in diesem geschalteten Modell natürlich beliebig springende Zeitfunktionen sein werden. Und hier ist dann unser Steuersignal sozusagen dieses Tastverhältnis über eine Periode gemittelt, dieser mittlere Wert d Mittel von t. Und dann entspricht das hier links mit diesen beiden gesteuerten Quellen eigentlich nichts anderes als einem Tiefsetzsteller, wobei wir jetzt hier statt direkt das Ausgangsfilter anzuschließen, sozusagen diesen Koppelkondensator drin haben und ansonsten das Tastverhältnis zeitlich veränderlich sein wird. Das heißt, einen Halbbrückenzweig können wir genau auf diese Art und Weise modellieren. Gucken wir uns dann auch in der Simulation an durch eine Schaltung aus zwei gesteuerten Quellen. Ich male das kurz um in der Variante B. Wenn uns jetzt nicht ganz exakt interessiert, was jetzt hier an Strömen in dem Schalter fließt, sondern wir mehr daran interessiert sind, welcher Strom durch die Quelle fließt, können wir das auch ummalen, ohne dass sich viel ändert. Wir können einfach die eine Stromquelle parallel zu der Eingangsspannungsquelle UE machen. Ja, das heißt hier die Stromquelle D-Mittel mal IA-Mittel belastet direkt unsere Spannungsquelle UE-Mittel. Für diese Spannungsquelle ändert sich nichts. Das heißt, der Strom, der hier in diesem Kreis fließt, bleibt gleich. Und bezogen auf den Ausgang kann ich einfach nur die Quelle D-Mittel mal UE-Mittel hier betrachten und habe dann hier mein Lastnetzwerk, so wie vorher auch angeschlossen, wobei jetzt hier wieder natürlich der steuernde Strom I-Mittel ist. Die Komponenten bleiben gleich. Das ist jetzt der Unterschied. Der eigentlich einzige Unterschied wird sein, dass durch diese obere Ersatzquelle ein anderer Strom fließt als in diesem unteren Ersatzschaltbild. Das betrifft jetzt aber sozusagen nur die interne Stromverteilung in diesem Halbbrückenzweig. Für die Klemmen außerhalb ändert sich nichts. Das heißt, dafür sind diese beiden Ersatzschaltbilder äquivalent. Das hat nur gleich den Vorteil, wenn wir das auf einen dreiphasigen Wechselrichter anwenden, dass wir dort nämlich bloß eine eingangsseitige Stromquelle brauchen und dann keine drei. Dann wollen wir das jetzt auch für den dreiphasigen Wechselrichter betrachten. Das heißt, in analoger Vorgehensweise schauen wir uns das jetzt hier an. Beim dreiphasigen Wechselrichter haben wir natürlich bloß drei Halbbrückenzweige, die jetzt auch hier wieder identisch aufgebaut sind. Dann drei Ausgangsleitungen, wenn wir so wollen. Machen wir mal eine induktive Last mit zusätzlichem ohmschen Anteil, nur als Modell für irgendeinen Drehstromverbraucher, den wir dort angeschlossen haben. Das heißt, wir modellieren jetzt unsere Last einfach aus jeweils der Serienschaltung einer Induktivität und eines Widerstandes. Hier mit den drei Induktivitäten LA, LB, LC und den drei Widerständen RA, RB und RC. Und unsere drei Halbbrücken werden jeweils angesteuert über diese Tastverhältnisse oder Schaltfunktionen DA von T, DB von T und hier DC von T. Ja, das heißt tatsächlich eigentlich genau gleich wie beim Halbbrückenwechselrichter, nur dass wir jetzt diese drei haben und der wesentliche Unterschied wird jetzt darin bestehen, dass wir jetzt halt hier unterschiedliche Schaltfunktionen DA, DB und DC haben. Das heißt, wenn wir wieder so eine Sinus-PWM betrachten, dass sich hier die Mittelwerte zeitlich zueinander verschoben, um jeweils ein Drittel der Periode oder 120 Grad Phasen verschoben, ändern werden. Wir haben auch hier dann drei Ausgangsströme. Das heißt, hier haben wir den Strom IA, hier den Strom IB, hier den Strom IC. Und jetzt können wir in vollkommener Analogie zu der Schaltung für den Halbbrückenwechselrichter eigentlich jeden dieser Halbbrückenzweige hier durch eine Kombination aus einer Stromquelle und einer Spannungsquelle ersetzen. Das heißt, wir können auch hier sozusagen die Variante A als erstes machen. Das heißt, hier diese erste Halbbrücke wird ersetzt durch diese Serienschaltung aus Spannungsquelle und Stromquelle. Jetzt mit den beiden Werten DA-Mittel mal IA-Mittel und DA-Mittel mal UE-Mittel, wobei IA-Mittel der Strom ist, der in dieser Leitung hier nach außen fließt, wenn wir einen kontinuierlichen Stromfluss annehmen und hier dasselbe Lastnetzwerk angeschlossen hätten und entsprechend die anderen beiden Halbbrückenzweige auch durch diese Kombination aus Stromquelle und Spannungsquelle ersetzt, weil wir jetzt hier dann DB-Mittel mal IB-Mittel für die Stromquelle dieser Zweig B haben und die Spannung DB-Mittel mal UE-Mittel. Und im dritten Zweig hätten wir dann hier DC-Mittel mal IC-Mittel und hier DC-Mittel mal UC-Mittel, wobei wir dann hier natürlich auch wieder den Strom in dieser Lastphase betrachten.
Und dann haben wir hier auf der rechten Seite, wie dargestellt, unser Mittelwertmodell auch für diesen dreiphasigen Wechselrichter. Abgeleitet mit jetzt hier drei Stromquellen, drei Spannungsquellen und wir haben jetzt hier drei steuernde Größen, diese mittleren Tastverhältnisse DA-Mittel, DB-Mittel und DC-Mittel. Und jetzt kann man das natürlich umzeichnen, wenn wir jetzt betrachten, die Spannungsquelle, die hier eigentlich eingeschlossen ist, UE-Mittel, wird jetzt natürlich von dem Summenstrom dieser drei Stromquellen belastet. Das heißt, wir können das hier auch wieder als Variante A betrachten. Wir können das jetzt umzeichnen in eine Variante B, wobei wir dort jetzt mal die Last weglassen. Und in dieser Variante B werden wir jetzt hier die drei Stromquellen zu einer zusammenfassen, weil tatsächlich hier der in der Zuleitung fließende Strom IE-Mittel ist ja nur die Summe DA-Mittel mal IE. A-Mittel plus DB-Mittel mal IB-Mittel plus DC-Mittel mal IC-Mittel. Das heißt tatsächlich, unsere Eingangsspannungsquelle UE-Mittel wird jetzt hier auch gleich wie beim Halbbrückenwechselrichter sozusagen nur mit einer Stromquelle belastet, wo hier ein Strom reinfließt. Diesen Strom nennen wir jetzt DA-Mittel mal IA-Mittel plus DB-Mittel mal IB-Mittel plus DC-Mittel mal IC-Mittel. Und unser eigentlicher Wechselrichter wird ersetzt durch drei einzelne Spannungsquellen, an deren Ausgang wir dann hier unsere Last anschließen. Wie gesagt, ich lasse es mal weg, mache hier mal so offene Klemmen und dann haben wir hier die Spannung DA mal UE-Mittel, hier die Spannung DB-Mittel mal UE-Mittel, dort DC-Mittel mal UE-Mittel und jetzt hier die Ströme jeweils in den Außenleitern fließen. IC-Mittel, IB-Mittel und IA-Mittel, die dann hier diesen Summenstrom für die Quelle liefern. Und wir können also hier einen dreiphasigen Wechselrichter aus regelungstechnischer Sicht, wenn er pulsweitenmoduliert betrieben wird und die Ausgangsströme kontinuierlich fließen, hier als Ersatzschaltung aus einer Eingangsstromquelle und drei Ausgangsspannungsquellen modellieren. Schauen wir uns das kurz auch in der Simulation an. Dann habe ich das hier mal vorbereitet auf der linken Seite. Hier jetzt das geschaltete Modell, auf der rechten Seite dieses Mittelwertmodell. Hier auf der linken Seite erzeugen wir ein pulsweitenmoduliertes Signal, was jetzt zeitlich veränderlich ist. Dieses Signal D von T als unser Steuersignal ist jetzt hier eine sinusförmige Spannung, die um 0,5 Volt herum mit einer Amplitude von plus minus 0,1 Volt bei 1 Kilohertz verläuft. Das heißt, tatsächlich haben wir ein Tastverhältnis, was zwischen 40 und 60% sich verändern wird. Hier erzeugen wir ein pulsweitenmoduliertes Signal und hier habe ich nochmal zwei Blöcke drin mit Totzeiten, die dann zusammen mit diesen UNT-Gattern die notwendigen Verriegelungszeiten schaffen, dass hier nicht die beiden Schalter gleichzeitig in der Halbbrücke angeschlossen sind. Und hier auf der rechten Seite benutze ich dasselbe Steuersignal, was jetzt hier eigentlich das pulsweitenmodulierte Signal erzeugen soll, als Steuersignal für meine beiden gesteuerten Quellen. Und wir wollen mal vergleichen, wie die Verläufe übereinstimmen. Dann sehen wir jetzt hier, wenn wir so reinzoomen, den Anfang der Verläufe. Ich habe hier dargestellt in Rot die Verläufe des geschalteten Modells, in Blau die Verläufe des Mittelwertmodells, oben der Strom, jeweils in den Induktivitäten, die Spannung VN006 und VN003, jeweils die Spannung über diesen Kondensatoren. Das heißt, wenn wir hier reingucken, sieht man hier, das ist die Spannung VN006, die sich jetzt ergibt für das geschaltete Modell und das andere ist entsprechend die von dem Mittelwertmodell. Und dann zoomt man rein, dann sehen wir auch hier sehr schön sozusagen, dass jetzt hier auch bei den Ausgleichsvorgängen die Mittelwerte und das geschaltete Modell eine sehr schöne Übereinstimmung zeigen. Wir also hier über mehrere Perioden dann, bis wir in den eingeschwungenen Zustand kriegen, auch ein Modell jetzt haben, wo wir die dynamischen Vorgänge in diesem Wechselrichter tatsächlich so ähnlich modelliert haben wie bei dem Tiefsetzsteller. Und der einzige Unterschied ist wirklich nur, dass wir jetzt hier ein zeitlich veränderliches Tastverhältnis haben. Wollen wir das Ganze dann auch nochmal betrachten für einen dreiphasigen Wechselrichter? Dann habe ich hier jetzt das gleiche vorbereitet für einen dreiphasigen Wechselrichter. Links ein Modell mit drei Halbbrücken hier aus aktiven Schaltern und jeweils antiparallelen Dioden, unsere Last, ein symmetrischer Drehstromverbraucher mit einer LR-Kombination in jedem einzelnen Strang. Die Signale für das geschaltete Modell werden erzeugt hier durch eine Schaltung, die analog ist zum Halbbrückenwechselrichter, nur dreimal jetzt hier
dupliziert, mit dem Unterschied, dass jetzt die Ansteuersignale, das heißt diese Signale, die unser mittleres Tastverhältnis auch vorgeben werden, DA, DB und DC, jetzt drei sinusförmige Signale sind, die jeweils um 120 Grad zueinander phasenverschoben sind. Hier jetzt nur mit 100 Hertz betrachtet und jeweils einmal minus 120 Grad Phasenverschiebung und hier plus 120 Grad Phasenverschiebung, ansonsten gleiche Amplitude, gleiche Frequenz, genauso hier bei den Pulsweitenmodulatoren, gleiche Schaltfrequenz von 20 Kilohertz, gleiche Todzeiten und ansonsten gleiche Ansteuerung. Und auf der rechten Seite habe ich jetzt dieses zweite Modell dargestellt, dieses Mittelwertmodell. Wenn wir uns das jetzt anschauen, ich habe hier eine Spannungsquelle, parallel dazu diese Stromquelle, die den Eingangsstrom des Wechselrichters modelliert mit diesen drei Anteilen, die sie jeweils entstehen, sozusagen durch die Ströme in den einzelnen Phasen, wenn die oberen Schalter leitend wären, die unteren Schalter hier der Wechselrichter jeweils als einzelne gesteuerte Spannungsquellen modelliert und dann simulieren wir auch hier die Verläufe. Dann sehen wir jetzt hier den Verlauf zu Beginn dieser Simulation, das heißt mit diesen Marching Waveforms bei LTSpice, das kontinuierlich aufgebaut wird. Ich habe zum Vergleich jetzt die Farben so gewählt, dass wir die gleichen Farben den gleichen Strängen hier zugeordnet haben. Das heißt, hier der linke Strang hat hier die Induktivität L1. Dort haben wir hier unten im geschalteten Modell diesen roten Stromverlauf und der zugehörige hier rechts wäre die Induktivität LA und deren Stromverlauf habe ich jetzt hier auch in rot gekennzeichnet. Man sieht hier schon sehr schön, wenn wir diesen, zumindest bloß diesen Einschwingvorgang betrachten. Auch hier stimmen jetzt diese Mittelwertmodelle überein mit den geschalteten Modellen, wenn man diese verschiebt in ein gemeinsames Koordinatensystem sozusagen, wenn man also die Verläufe übereinander legt und jetzt hier das obere rauslöscht, dann sieht man, man kann quasi keinen Unterschied mehr bezüglich der gleitenden Mittelwerte erkennen. Diese durchgezogenen Linien bilden tatsächlich hier sehr schön den Mittelwert dieses sich aufbauenden Drehstromsystems ab und nach einer gewissen Zeit, wenn es dann eingeschwungen ist, werden wir hier unsere drei um 120 Grad zueinander phasenverschobenen Ströme dann jeweils kriegen. Und wir sehen also, man kann mit ähnlichen Methoden wie bei dem Tiefsetzsteller auch hier jetzt so einen dreiphasigen Wechselrichter modellieren. Das heißt, diese Mittelwertmodellierung ist jetzt nicht wirklich beschränkt irgendwie auf DC-DC-Wandler, sondern wir können die einsetzen, um hier Wechselrichter zu modellieren. Wir können die einsetzen, um zum Beispiel auch gesteuerte Gleichrichter zu modellieren, wenn wir eine aktive Leistungsfaktorkorrektur haben mit einem 4-Quadrantensteller am Eingang. Auch dort können wir so ein Mittelwertmodell einsetzen, um dann unseren Regler für sowas auszulesen.